Hier ist das Portal. Also betreten auf eigene Gefahr. Achtung, abschleppen, Ausfahrt, Tag und Nacht, rechts diese Fee, wenden Sie sich an, was Sie sich. Also alles abschleppen, halten, verboten, einkaufen und schnell wieder wegfahren und nicht gestartet und dann wieder rechtlich und auf eigene Gefahr. Also nur wieder rechtlich auf eigene Gefahr. Und sonst hier gibt es Geschäfte, alles nur, es ist leer, alles leer. Verstehst du? Doktor, Doktor, hätten wir Wagen, Fahrer, was ist sicher, ein Diplom, schau, was ist, aber es lebt nichts mehr. Nix, alles leer, nicht einmal Strom mehr, nicht einmal Anschluss. Verstehst du? Bank, Bank, aber es hat niemand mehr Geld, das Schulden. Und Foyer und Abschleppen und Uhr geöffnet und da Telefon und Notdienst und Rettung. Und was ist ich? Verstehst du? Dann ist lebt nichts mehr. Siehst du, alles leer. Keine nicht einmal Stromanschluss, nichts, alles die Pfeifen ausgeraucht. Und Rettung und Notruf und Dienst und Straßen und Abschleppen und Gewalttaten. Und furchtbar. Und Parken vergossen und Eid und Zahlen und Ausnahmen und Ladetätigkeiten und hin und her, verstehst du? Und alles verboten, das tut mir, bleibt nichts. Und die Straßen, da schreiben sie, und die Bulgaren, der Reser, und hin und her. Und alle, die ganze Aussagen, alle ausgerannt. Es bleibt kein einziges Schwein. Und Feuerwehr, und Notriff, und hin und her. Und wieder rechtlich verboten und zu vermieten. Und hin und her, und alle, keinen Strom mehr. Nichts mehr lebt was. Das heißt, alle keine, ohne Stromanschluss zu vermieden und die Immobilien und widerrechtlich und gestatten. Und wenden sie sich an die Universitäten, die Rechtsfakultäten, Steuerberater, Wirtschaftsfreunde, Bauer, Konkurs. Dann geht's wieder weiter. Verstehst du? Alle Auslagen leer. Es bleibt nichts mehr. Alles zu vermieten. Bleibt nichts mehr. Alles leer. Eine alte Leiter, furchtbar. Und das geht immer so weiter, verstehst? Und du gehst und gehst durch die Stadt. Und kein einziger dieser Palast, bei Jahren ist beleuchtet, alle der Strom abgeschlossen. Der Palast, der Regierungspalast, Gemeindepalast, alles leer. Keine einzige Rate, nicht einmal Strom. Nix. Dann geht's weiter und weiter. Und ein altes Mantel, ein alte Frau, sieht ganz, ich zucke dir mal ein, eine uralte Frau, Weibel. Es steht sie in Auto ein und alles ohne Strom, schaust kein einziges Licht. Die Leute haben kein Geld, alles zu vermieten und Realbüro und hin und her. Und es geht nichts weiter und nur alte zwei Weibel. Es lebt nichts mehr, verstehst du, mit Nylon, sagt er. Und da Gericht und jetzt kommen wir zum Landesgericht, zum Strafgericht, zum Bezirksgericht, zum Kreisgericht, zum Strafprozessordnung. Denken Sie an Jean-Paul Sartre und denken Sie an die großen Rechtsphilosophen Foucault des 1920. Jahrhunderts. Furcht und alles leer, verstehst? Und Rechtsphilosophie und Strafrichter und Gemeinderichter und Bezirksrichter und Strafland. Aber es lebt nichts, nicht einmal eine Schale, verstehst du? Nicht einmal Hausmeister haben Sie gegönnt, eine kleine Mietwohnung oder was? Nix. Alles leer, verstehst? Kein elektrischer Strom mehr. Nix. Alles leer, verstehst? Die Gerichtsgebäude leer. Alles leer, verstehst du? Alles tot und einöde und abgeschmackt und jetzt ein Licht. Ein Licht ist, wo ein Lichtlein mehr brennt. Nicht einmal beim Bezirksgericht. Und, komm, furchtbar. Verstehst du? Und alles leer. Verstehst du? Es bleibt nichts. Du kannst wirklich schauen. Aber das ist kein Schmäh. Verstehst du? Ich könnte dir keinen Schmäh erzählen. Das ging ja gar nicht. Ist nicht so leicht, heutzutage einen Schmäh zu machen. Ich kann mich selber ablichten. Dass du glaubst, das ist kein Schmäh. Verstehst du? Ich lichte mir selber ab. Ich bin bereit. Du siehst, das ist Beweismittelführung. Ich kann meine Schatten auch mit fotografieren. Verstehst? Das ist kein Schmäh.